Wenn ich mich einmal vorstellen darf, mein Name ist Christoph Bäumer. Ich habe meine Promotion am Peter-Grünberg-Institut PGI-7 erstellt und habe am Thema der spektroskopischen und mikroskopischen Charakterisierung von sogenannten resistiven Speicherzellen gearbeitet. In meiner Dissertation habe ich an diesen resistiven Bauelementen gearbeitet. Diese Bauelemente sind im Rahmen der digitalen Revolution sehr erfolgsversprechend, weil einfach die herkömmlichen Technologien nicht ausreichen werden, um das Internet of Things und so weiter unseren Datenhunger sozusagen stillen zu können. Das Problem an diesen Bauteilen war zu Beginn meiner Promotion, dass noch nicht ausreichend verstanden war, was für mikroskopische Prozesse tatsächlich das Schalten erlauben. Und im Rahmen meiner Promotion konnten wir da große Fortschritte machen, wirklich zu verstehen, was auf der mikroskopischen atomaren Skala während des Schaltvorgangs passiert. Die Atmosphäre im Forschungszentrum Jülich lässt sich am besten durch die Worte Internationalität und Interdisziplinarität beschreiben. Die Forschungsthemen, die im Forschungszentrum erforscht werden, sind große Fragen unserer Generation, die von Physikern, Chemikern, Medizinern und Biologen erforscht werden. Und das prägt auch das Miteinander und die Mitarbeiter des Forschungszentrums, die eben immer offen für neue Ideen sind und offen für internationale Kollaboration. Den Exzellenzpreis des Forschungszentrums zu erhalten, ist natürlich eine große Ehre für mich. Ich freue mich wirklich sehr darüber, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Ehrung an das gesamte Team, an alle Mitarbeiter, an die Studenten, aber auch an die Betreuer, die daran mitgearbeitet haben. Und gleichzeitig sehe ich es auch als eine Motivation an für ein begeistertes Weiter-so in der Wissenschaft. Nachdem ich jetzt ja meine Promotion am Forschungszentrum abgeschlossen habe, geht es beruflich für mich so weiter, dass ich erstmal bis zum Jahresende als Postdoc am Forschungszentrum bleiben kann. Und danach erhoffe ich mir, in einer Kollaboration zwischen dem Forschungszentrum und einer amerikanischen Universität mit ähnlichen Methoden das Forschungsfeld zu wechseln und etwas mehr in die Energieforschung zu gehen, sodass ich hoffentlich lange Zeit noch in der Wissenschaft spannende Fragen nachgehen kann. Angehenden Doktoranden möchte ich gerne mit auf den Weg geben, für ihre Promotion Motivation und Durchhaltevermögen mitzubringen. Das Durchhaltevermögen wird sicherlich notwendig sein, wenn die Experimente oder Simulationen mal nicht klappen. Solche Phasen gibt es natürlich immer. Aber die Motivation für die eigene Arbeit hilft einem, durch solche Zeiten hindurchzukommen. Und gerade in der Promotion hat man auch die Freiheit, sich selber die Forschungsfragen so zu definieren, dass man dafür sehr einfach eigentlich die notwendige Motivation und Begeisterung finden kann.